Letzte Runde. Verlängere einen Vertrag um 4 Wochen. Aber das Ding ist trotzdem auch mit ihm noch nicht gegessen. Ne? Ich weiß, der redet sich dann immer noch ein. Ihr könnt euch das gerne schön reden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass, du auf der 1 gerade stehst. Also vielleicht weggucken, ist ein Vorteil, direkt weggucken. Vielleicht ist das ein Vorteil für mich, dass ich dann noch 2 vielleicht doch was Besseres kriege. Aber ich kann dir sagen, dass ich gerade, glaube ich, so ziemlich mein ganzes Pulver verschossen habe. Das ist mein Problem. Also ich habe auch tatsächlich gerade... Nein, ich sag's nicht. Ich sag's am Ende. Aber mittlerweile ist dein Roster auch stacked, möchte ich mal sagen. Der hatte 1,1 auf der Uhr. Also der nicht stacked ist... Ja, aber der hat ja meins am Anfang so krass geredet. Wenn der keinen stacken Roster hat, dann weiß ich auch nicht, was der macht. Ja, sehen wir. Mein Vertrag bei NXT läuft Ende der Woche aus. Ui, das ist jetzt... Ja, Andrade ist auch nicht geil, aber ist halt jetzt noch... Das wird teuer. Bis Ende 161 ist schon saftig, ne? Wäre ja, cool, wenn es dieses Jahr auch eine zweite Saison geben würde. Ich denke, das werden wir in Ruhe besprechen, aber jetzt vor Mania wird da erstmal nichts kommen. Da haben wir zu viele Streams persönlich auch auf der Liste und wir müssen ja auch irgendwann dann in die Vorbereitung gehen, um ein bisschen vorzubereiten und alles, also nicht nur videotechnisch vorzubereiten, sondern auch streamtechnisch, dass wir alle Sachen haben für Amerika, dass wir alle Dokumente haben und so. Das wird jetzt, glaube ich, die Woche wird ein bisschen anstrengender. Ja. Shake-up. Blutrill C für Wednesday Shows und den Superstars verletzt werden. Gut, danke. 15.000, wenn ich jemand verletzt. Vor ein paar Wochen hätte ich es gebraucht. Verringerung der Ticketpreise für alle Arenen um 10%, aber Erhöhung der Arena-Kapazität um 50%. Boah. Jedes Mal, wenn du ein Commissioner-Ziel erreichst, hast du die Chance. Gut. Wir wollen es weg. Geh mit dem Geld. Ja. It's all about the money, money, money. It's okay, it's alright. Salva, nee, leider nicht. Sweetheart Angel. Oh je, jetzt geht's los. Jetzt gehst du auch noch auf mich, oder was? Wähle Brandos, der du 2% der nächsten Show ab. Achso, okay, dann sorry. Dann, okay. Sorry. Nee, ich dachte, du hast mir was gedrückt, aber wenn du erwartest, dass ich die meisten Fans mache, dann würde es ja rein theoretisch Sinn machen, darauf zu gehen. Okay, sorry. Wie lange geht noch schon Brandon und erhöhe den... Natürlich machst du die meisten Fans, René, weil du bist ja besser im Booking als Steini. Wie lange geht noch schon Brandon und erhöhe den Preis aller Verträge für die nächste Woche um 25.000? Habe ich irgendwo auch schon mal gesehen. Wähle eine Rivalisierung Brandos für nächste Show speziell für logistische Stufe. Immer noch 2,5 Seiten voll. Wie krank ist das denn? Was hast du denn alles gekauft? Das geht jetzt jede Woche so weiter. Hey, Diviasi, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich kämpfe wirklich, wirklich gerne an einem gewissen Abend. Das einzige ist ein Turnier. Niemand kann das besser als ich. Ich liebe es nicht nur, sondern. Ah, thank you. I'm in love with the Coco. Eingreifen generiert 500 Dollar für jeden Popularitätspunkt des eingreifenden Stars, der über 60 liegt. Genau. Also wenn wenn jetzt einer zum Beispiel 70 hat, dann kriege ich 35.000 Dollar. 5.000. Für jeden Punkt, der über 60 liegt. Ach, über. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das ist, ja. Ich dachte, der muss 60 plus haben, so, und dass das greift. Boah, ist alles schwach, ey. Schade. Ja. Ist eurer Meinung nach der beste World- oder WWE-Champion of all time? Kofi Kingston. Der hatte mich. Also wüsste ich tatsächlich nicht. Ich muss sagen, dass Reigns schon weit oben ist. Jetzt unabhängig von der Zeit. Also wenn man so mal die ganzen Voraussetzungen so mal gegenüberstellt, so was früher und heute ist, der ist in der Corona-Zeit, hat der praktisch so sein ganzes Ding angefangen durchzuziehen. Ohne Publikum, ohne alles. Und viele der Sachen wären weitaus... Ich weiß nicht, ob ich alles geguckt hätte in der Corona-Zeit, wenn da nicht die Bloodline-Story angefangen hätte. Die war am Anfang schon richtig stark. Ich fand Rollins and Run auch nicht schlecht mit Authority. Stimmt. Haben wir schon mal das beste Match besprochen, was wir gesehen haben? Viele. Ich muss sagen, das, wo ich immer wieder dran denke und das ich mir bestimmt schon 20, 30 Mal angeguckt habe. WrestleMania 17, Hardys, Dudleys, Christian Edge, Leitermatch. Mit dem legendären Spear. Ich dachte, du sagst KO gegen Gilbert. Ja, KO gegen Austin. Kurt Angle vs. HBK 21. Boah, das war auch stark, ja. Aber das Tag Team Match, das ist so, das hat sich bei mir so eingebrannt. Das war für mich so. Ist das Nonplusultra, was Tag Team Matches angeht? Ich fand Dings zum Beispiel ganz gut. Also, ich kann halt nicht ein Dings nennen. Also Nenn mal deine Top 3. Einfach jetzt, ohne dass jetzt 1 ist das Beste, 2 ist das Ding. Einfach mal deine 3 Lieblingsmatches. Michaels Razor, Leitermatch. Bret Hart, Owen Hart, K
Käfigmatch. Mhm. Und Gruppe gegen Undertaker bei Crown Jewel. Das ist aber auf der 1, oder? Ja. Okay. Weißt du, warum ich das Match so gut finde? Weil die Ärzte danach richtig viel zu tun hatten. Nee, weil ich es nicht live geguckt habe, deswegen. Ich schon. Ich werde es mein Leben nicht vergessen. Mein Start ins Wrestling. Dings fand ich auch gut. Sheamus gegen Daniel Bryan bei WrestleMania. Nee, du bist der Letzte gewesen, ne? Ja. Oh, sorry. Naja, jetzt machen wir eine Wette. Jetzt machen wir eine Wette, Chat. Die Wette zählt dafür, wer am Ende Erster ist. Steini 26%, Slivo 42% und René 32%. Ah, gut, das war ein Yes Ranking halt ist, ne? It's the road to Pay-Per-View. Das ist stark. Schleimlich. Ist ja immer noch bei dir. Ja, normal, Junge. Auferstanden von den Toten. Oh ja, gewinnt er ein Match. Braucht einen, der die Matches gewonnen hat. Hat der nicht einen doppelten Kniescheibenbruch? Irgendwie so. Der hat noch nicht das richtige Auto zum Kratzen gefunden. Das ist aber jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt so von Face of Heel machst und der hat dann halt Promotalent 5, ist egal. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum das dabei steht, weil ändert ja eigentlich nichts, oder? Ja. Der ist auch für dich einfach nur da, um Money zu machen und Fans, ne? Ich nehme ihn heute als Attraktion mit. Na, ja, ist ja auch wie bei okay. So einer Freakshow. Ja, ist der Truth eines Dings. Echt? Hätte ich das tauschen müssen? Okay, das ist gut zu wissen. Aber so an sich okay. Von den Sternen her okay, vom Aufbau nicht so. It's okay. It's okay, it's alright. So much better without you, 3,5. Okay. I won't be sorry, alright, okay. War das Ashley Fisher, wer hat gesungen? In einem normalen Match. Ich wusste es einfach. Ich auch, ja. Bei Buchs hat dann. Oh, Titelwechsel. Mann, ey. Was haben wir denn jetzt? 6,5, 9,5, 13. Du hast 6, 9, 12, 7, warte mal. 7,5, 35 und 150. 150 ist krass. 49 und 135 und 42 und 83 Pause. Vertragsverhandlung. Super, jetzt krieg ich mein extra, glaube ich, ne? Was bei Rea habe ich Dings, jetzt müsste ich noch eins kriegen. Ja, Veto gegen Cem, oder? Nicht nutzbar in der Woche, vor allem hier. Panda, du hast wirklich, also ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, ne? 16. Der 17. Warte mal. Mathematik 17.000, ne? Kann sein. 300.000 Fans. Das ist heftig, aber es gibt halt keine Chance, irgendwie eine Trophäe dazu kriegen, oder? Was ist das? Es gibt keine Chance, eine Trophäe zu bekommen, oder? Schlechte Neuigkeiten. Andre Gaza kann diese Woche, der kann sowieso nicht mehr. Glaub mir. Bin kein Hater, aber kann man auch Minuszuschauer machen? Ja, Hammer. Ja. Hab ich gemacht. Echt? Zum Start. Mit dem Dings da? Mit dem, ich musste doch, das hast du auch im Stream gesehen, ich musste doch eine Show, ich hatte die McFoley-Karte gekriegt, hat bei mir ausgelöst, dass bei ich. Bei uns hatten auch welche Minusfans zum Start. Ja? Ja. Nee, wir hatten Minusgeld. Ich bin einfach nur gelassen, weil ich weiß, dass ich den Titel heute nicht überreichen muss, nach den 5 Premium Live Events. Das ist dein Job. Sag ich ja, René. Und nur dein Job. Aber nicht mein Job. Ich bin von der Buchmesse zurück wieder da. Was habe ich verpasst? Naja, hier ist die Messe noch nicht gelesen. Boah, ich kann's nicht mehr, ne? Kann mir jemand die Logik erklären, wenn man betrunken auf dem Fahrrad Auto fährt, dass man seinen Führerschein verliert, danach aber trotzdem weiter Fahrrad fahren darf? Wenn man betrunken auf dem Fahrrad Auto fährt? Wenn du betrunken auf dem Fahrrad fährst, verlierst du deinen Führerschein. Wenn du betrunken auf dem Auto Fahrrad fährst. Ja, im Auto drin. Ja, so Fahrrad Auto hast du gedacht, ich weiß doch nicht. Apparently all the charity work is paying off. You know what he means. Hat der nicht letzte Woche doch zu mir gesagt, ich bin Make-A-Wish oder sowas? Ja, die haben sich gemeldet. Ja. Einfach auf Englisch. Yes, Triple. I'm ready. Tell me more. Du bist Erster. Jetzt wird die Difficulty hochgestellt. Now we switch languages. We go international now. Apparently all that charity work is paying off. We just got a surge of new interest of our social media thanking NXT 2.0 yes, for all the extra time good. And money. We spend on good cause. Looks like you gained 14.000 extra fans. 14.000. That's a win-win. Magst du Pferde, René? Wegen deinem Slogan, ein Ride or Die. Ja.
Und ihr sagt, das mit der Messe ist gelesen, war schlecht. Ich kann's nicht mehr. Aber doch, also Respekt auch. Ich bin Baby und Tina auf Amadeus und Sabrina. Reifenschwind. Also wir haben hier gerade den Führenden, Platz 2, Platz 3. Mehr darf ich nie erzählen, weil sonst gibt's wieder auf die Fresse. Aber der soll ja irgendwie, hab ich gelesen, nicht mehr lange bei Bayern sein, wa? Matt ist weg, ne? Ja, da hast du, glaube ich, gesagt, der kann es verstehen oder so. Habe ich nur gelesen. Ich glaube, da hast du den Dings weggemacht. Matt Cardoni kann weg. Für die Doni. Kane. Nur Kane. Ja gut, aber ist ja gut. Charlotte. Charlotte! Du bist ein Stern am Himmel. Ihr wolltet doch auch, Mädels. Ihr wolltet auch, geil! Keine Feder, ne? Ja, ist egal! Weil die schon eine vorher hatten. Hauptsache der Booking funktioniert. Wie, die hatten schon eine? Ja, das letzte Mal schon. Wenn da unten das jetzt passt, du, dann komm, Marit, Junge, Marit! 4 Sterne! Ich hatte mein Leben, aber ist okay. Wir sind die großen Jobberwochen. Muss auch mal sein. Tag nur für den Tür, so einfach. Jeder darf mal. Das ist richtig gut. Boah. Da stört es mich, dass das Bild so komisch aussieht. Ja, ich weiß es, aber es gab kein anderes leider. Großartig. Keine Fehler, ne? Wie viel hatten die? Null. Nee, aber wie viel, was war das für ein Match? Volles Count Anywhere. Ja, nein, aber wie viel hat das bekommen? Bestände? 4. 4, krass. 3,5. Oh. Lol, auch keine Fehler. Einfach unbezwingbar, die Brüder. Wie im Real Life. Ja. Sind die Creep Brothers immer. Machst du nix. Die Unbesiegt Brothers. Aber ja, gutes starke, starke Woche. So alles, ja. Alles 4, ne? 4. Wäre sogar 8. Meine Woche. 63, 102. Ja, schon wert gemacht. 51, 200.000. Boah, 200.000 ist eine Ansage. Boah, schau, Junge. Das ist eine richtige Ansage. Rhea, Schulbank. Boah, der 30er, der kickt nochmal. Fans steigt erheblich an. Wählen gegnerischen Brand, verdoppelt den Preis der Machtkarten. Ja. Ist mittlerweile schon echt viel, ne? Hm? 50.000 sind also echt viel. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich in PLE ankommen. Ja, aber das ist schon 50.000. Nicht, kannst, also du einen, kannst du aber einen holen. Gerade ja. Ich glaube, das ist. Auf dem Bomben wäre schwierig. In den nächsten 3 Wochen. Ex-Yobi. Exium und Naomi. Vom Monsieur Ace Vivid. Dramalam, Amazon. Wow! Cody Rhodes. Das spricht eigentlich nicht viel für Taker, okay. Red er mit dir? Ist halt teuer, ne? Ja, und halt, die sind halt den ganzen Tag nur da, Alter. Und wenn die abends nach Hause kommen, riechen die nach Pferd. Okay, Retro Genius Costa. Rey Rey. Hättest du das nicht eine Woche früher machen können? Rey Mysterio! Rey Mysterio! Hey, mein Vertrag läuft aus. Was werdet ihr machen während des Flugs? Schau mir alles an. The Last Kingdom hört sich aber erstmal nice an. Danke. Das ist eine gute Woche. Also da passt gar nichts. Logan hatte Podcast Tag 2 gesagt. Na gut, dass er spoilert und Kevin Owens gestern zu Nick Aldis geht und fragt, wann das Match ist. Also ich denke mal, Day One wird auf jeden Fall an Tag 1 stattfinden. Enea. Ich kriege aber gerade gar keine Fäden mehr. Das ist irgendwie komisch. Ja, ist das denn vielleicht jetzt irgendwie so ein... Da. Aha. Aber die oben schon wieder nicht, ne? Aber erste Match war 4 und jetzt nur noch okay. Meine Fresse, Alter! Die sind ziemlich krass. Ja, jetzt reicht's mir. Nächste Match nicht. Werden gefeuert. Die Gewinne macht raus. Also bei Naufen. Ja, Taker sind ja ran für Matches, ne? Ja. Außer bei mir, irgendwie gegen R-Truth. Also die Woche wird wild jetzt. Also das ist, glaube ich, schon das beste Booking, was ich heute habe. Boah, Bruder. Was denn? Dieses Semi-Vortex, ey. Ja, das war aber klar. Ich musste alle ein bisschen schonen. Ronda! Geil. Bist du Rousey? Taker ist doch bei mir. Ja, schafft gar nichts. Das ist ein Garant für Gutem. Naja, die haben nicht mal die Klassen, die passen, und das ist das erste Match von denen. Okay. War doch bei mir genauso. Ja. Okay. Indem ich dich auf meine Seite gezogen habe und dich verarscht habe. Okay.
Booking. Ja. Also ich habe auf jeden Fall gut gebucht, aber... Unglaublich. Und da kommt der Money Rain. 49, 170. 170 ist so krass. Money in the Rain. Was du mit den Shows machst, ist krass. Ich weiß, aber du mit 62, ui. Oh, ich kenne da wen. Ich auch. Und der wird nicht den Titel holen. 32. Boah, ist das eng, Alter. War das letztes Jahr auch so knapp? Ja, natürlich. Also auch so? Ja. Boah, Veto Wing Champ. Ja, aber Rhea. Bringt ja nix. Rhea ist weg. Das ist halt. Ja, das ist genau das, was ich meine. Das so, sowas gibt's fast nie. Dann kriegst du es, aber dann kannst du es nicht einsetzen. Ich weiß auch, war das letztes Jahr auch so? Das konnte, gab es Karten, die man bei PLE nicht einsetzen? Ja. Du konntest bei PLE alles einsetzen. Nein. Ja, guck mal, aber bei meinem GM und ich glaube auch bei einem von euch wurde mir, glaube ich, gesagt, oder von den Zuschauern war es so, habe ich bei dem letzten Booking bei dem WrestleMania, wenn ich da das und das mache, kriege ich ein Homecoming. Ist aber in der nächsten Season sowieso weg. Und jetzt kriege ich was ich nicht mal nächste Woche einsetzen kann. Ja, ich weiß. Was ich halt, also, ja gut, aber habe ich ja gerade auch, ne? Das Veto, was ich jetzt gekriegt habe, kann ich auch nicht mehr einsetzen. Bringt ja keiner. Hattest du das gesehen? Was man nächste Woche nicht ansetzen kann. Nee, ich gehe auf Machtkarten. Ich weiß halt nicht, ob das letztes Jahr überhaupt da war. Das frage ich mich die ganze Zeit. Der Modus? Nee. Eine Fresse, René. Guck bitte schnell, ich kann mit dem nicht mehr reden. Was weiß ich denn, mal, ob das da war? Nein, ich also ob, hier gerade. Ob letztes Jahr, ob das auch so viele Karten gab, die du nicht bei einem PLE anwenden konntest. Ich glaube nicht, oder? Also da waren aber ein paar, da waren ja, aber ein paar. Wir haben aber PLE haben wir immer relativ gut rausgeballert, das weiß ich noch. Ist das eine Echse, die du da drin hast? Hä? Was ist das für ein Tier, was du da drin hast? Ein Gecko? Nilpferd. Willst du ein paar Heimchen mitnehmen, oder? Der ist total drüber, René. Ich bin froh, wenn du gleich mit dem redest wieder. Du kannst gerade fragen, was du willst, da kommt gar nichts mehr rum. Ich sag mal so, ich hab... Boah, ich war richtig schnell jetzt. Ich war safe schnell. Das Ding ist, ich habe jetzt auch keine krasse Show gebucht. Du hast nur 20.000, bist du hinter mir, ne? Ne, war das nicht 32.000? Ja, oder so. Ja, ist aber nicht viel, Alter. Ja, ich hab gerade ein richtiges Jobber-Match. Ist okay. What? Ist so schlecht. Ey, wie viele Fans hatte ich denn jetzt mit Alexa bekommen? 7,5, glaube ich. 7 Ja, was denn? Ich kann's nicht, Chat. Und ich bin letzter. Das Schlimme ist, Weiz wird nicht besser. Ja, das ist... Du Scheibenkleister, ey. Chat, guckt euch das an. Führ mal an! Boom, Alter, geiles Ding, du. Auf 4 noch gebracht, geil. Bei Mania 3,5. Oh, da haben wir wieder den größeren Murmeltier. Gut. Ja, bei mir wird nicht besser, ne? Ja, direkt hier mit einem legendären Match, mit einem All-Time-Klassiker starten. Ja, das ist aber auch schon lang vorbei, jetzt habe ich nochmal neu aufgesetzt. Kommt in der zweiten Ausgabe. Boah, die Trixie, Junge. Da hast du aber einen gebuckt, du. Ja, vor allem, wo ist das jetzt schlechter? Ja, du musst überrascht mich selbst, ne? Die Taub ist aus den jungen Orten. Macht der eigentlich nur Promos oder was macht der? Yeah. Und andere macht er einfach nicht. Chaos, hast du deinen Job gemacht? Wann geht eigentlich das SmackDown vs. Raw Projekt? Das schaffe ich im Moment nicht, Monchi. Nee, ist doch nicht passiert. Warum ist das noch nicht passiert? Komm, ich mach das für dich. Ui! Classic! Aber wieder keine Fehde, ne? Die haben voll. Oder? Haben die voll, okay. Wie viel Spaß macht dir das? 2200 Sekunden? 1200. Achso. Ich hab deinen Hau reingemacht. Wenn du überlegst, guck mal, der hat hier. Unsterblich ist das, oder? Krass, okay. Nee, also, die sind 14. 10 bis 14. Ja, aber guck mal, du hast hier so eine Legende, dann unsterblich. Das ist, glaube ich, normal, ne? Dann ist, glaube ich, auch. Ne, danke. 50.000. Aber bitte lass mir das. Zwei unsterblich habe ich nur. Ja, aber das ist schon krass, was du da drin hast. 50.000 bei René und 90. Das ist ja nie, was ich als zweite Karte kriege. Wir sind 48.000. Ich brauche genau 340. Ich wüsste. So, also, wir machen Night 1 und 2 am gleichen Tag in zwei unterschiedlichen Arenen. Leute, es geht los, Alter. Ich bin so, dass ich letzte Woche den Gürtel... Mania! Letztes Booking, Ladies and Gentlemen. Es geht um alles. Da muss schon viel passieren, damit ich auf ein Live-Event gehe.
Es wird hier gleich ganz unangenehm. Jetzt holt er da noch Wrestler am letzten Tag. Ich kann's nicht. Chat, dass ich. Oh, das tut mir in der Seele weh, ne? Wirklich. Was tut dir in der Seele weh? Oh, dass du auf Platz 3 bist? Das ist ja. Wie ich da auf Platz 3 sein kann. Weil du scheiße bist. Das kann's nicht wahr sein, du ehrlich. Der Einzige, der es hier ernsthaft will, bin ich, habe ich das Gefühl. Und ich kann's nicht. Der muss nicht nochmal buchen. Ja, das ist das, was ich meinte. Begrenzter Vorrat angewendet. Ich WLAN geht auch schon Brand verdoppelt den Preis ihrer Machtkarte. Du warst NXT. Nee. Du hast eben schon mal gefragt, ob ich NXT bin. Ja. Aber Machtkarten hätte ich eh nicht gekauft. Ja. Kann nicht eine Woche 25 eingesetzt werden. Hä? Und die waren eigentlich für dich. Mhm. Ja gut, das hätte mir jetzt auch nichts geändert, wenn er ihm einen anderen Topstyle geholt. Aber das will ich wirklich nicht. Mann, es war eigentlich für Slimo die beiden aber Dinger. Ja, ich wusste, in dem Moment, wo du dich so auf den Fest geschossen hast. Das wäre das, was ich gesagt habe, dass ich am letzten Tage turn. Ich wusste es die ganze Zeit, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, da passiert was. Deswegen habe ich auch keine Match-Stipulation-Karten gekauft. Ich wollte, dass du dich so sicher fühlst und weißt, dass du mit dem Titel hausen und nein, dann dafür, in dem Moment, wo der Zenit ist. Dafür kenne ich dich zu gut. Da, wo der Zenit ist, da turn ich. Dafür kenne ich dich. Und du musst ihn an mich abgeben, den Titel. Dafür kenne ich dich mit. Das war der Moment. Es war so klar, dass du das machst. Wo ich am Zenit bin von allem, wo ich dein Vertrauen habe, wo du so Confidence bist und denkst, das ist es, mir kann es keiner mehr nehmen. Und dann komme ich aber ist gut zu mit irgendeiner Scheiße um die Ecke. Ist gut zu wissen, immer zu wissen, dass man auf dich nicht vertrauen kann, weil es gibt immer noch mal ein Messer. Ich hab doch gesagt, ich mach den Rollins. Nein, aber deswegen, ich hatte das im Hinterkopf, deswegen habe ich keine Matchkarten gekauft, die Match-Stipulation. Panda, du bist die ganze Zeit hier. Was habe ich gesagt? Schon vor Anfang des Streams, ich mach den Rollins. Das ist jetzt, komm mir nicht so mit, oh, die kommen aber nicht. Ich habe dir gesagt, dass ich den Rollins machen werde. Ja, und ich wusste, dass du nicht ehrlich spielst. Was ist denn das mit ehrlich? Ja, weil du er spielt die erste Karte und redet hier von ehrlich. Ach, die Brothers, erste Alter. Karte. Und wir hätten ja auch einfach ohne Karten spielen. Und wir nächstes Mal ohne Karten spielen. Nö, aber da musst du halt auch damit rechnen. Ja, irgendeiner wirft immer den ersten Stein. Ja, und wenn du da derjenige bist, dann... Ja, dann lebe ich dann damit. Dann am Ende nicht, dass auf einmal sich einer Frage stellt, komm, was war denn da eigentlich los? Auf. Nein, aber das war wirklich der Grundgedanke. Ich hatte aber auch wirklich... Hast du denn beide Teddy Long Karten eingesetzt? Ich hatte gar keine. Wie, du hattest keine? Ich hatte zwei Teddy Long Karten. Ja, und die meine ich doppelt gehabt. Die andere war 3 Wochen mein Roster verlängern. Ah, du kriegst einmal 3 Wochen Roster verlängern und einmal diese mit den Match Stipulations. Okay. Krass. Das gibt's nicht, Shit, ne? Und egal wie das ausgeht, wenn ich das nicht holen sollte, dann brenne ich hier alles nieder. Nee, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass ich mich nochmal gut zurückgekämpft habe. Ich war echt, also in der Mitte war ich echt, boah. Ich war eigentlich mausetot. Ich habe mich auf Platz 3 gesehen. Ja, weiß nicht, ob mir das ein bisschen das Genick jetzt bricht, aber ja. René, drückst du? Good luck, Bro. Ja, ja. Diesmal wirklich. Ja, hat sich erledigt. Gut. Ist ja bitter, wenn es jetzt der eine halbe Stern da oben wäre, ne? Ja gut, könnte tatsächlich sein. Warum macht ihr wieder alles kaputt? Solo! War eigentlich komisch. Ich hatte Backstage Brawl auch eine Karte und die Fehde war voll. Aber 29,5 Sterne. Boah. Du machst richtig Fans jetzt. Willst du für dich sind? Nee, mach. Ja. Alles gut. Okay. Gib her, ich drücke, ich bin der Außenstehende hier von uns. Okay, ist egal. Mhm. 3,7 ist nicht viel, oder? Mhm. Hatte ich auch. Das sind ja nur 5 Matches, stimmt. Ja. Naja, 25, sorry. Ich dachte, wir wären 6 Matches. Krass, dass trotz Verletzungen bei dir die Matches so gut sind. Ja, der konnte einfach nicht mehr rausgetragen werden. Besser? KSI gewinnt einfach. Aber das muss das Schlechteste sein, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was Qualitätsboost heißt, ob das das gut ist. Unterschiedliche Matches, glaube ich. Ja. Okay. Achso, du meinst Matches? Ja, ja, das ist. Ja, weil es Falls Count Anywhere, ich wusste jetzt nicht, ob Table oder Falls Count Anywhere besser ist. Boah, das wird so spannend. Wie viel hast du? Ich habe 9, 13, 17, 25. 22. So. Nee, hier ist noch kein Glückwunsch. Boah. 354.000! Ja, der hätte noch so, der hätte so noch die mehr Fans jetzt deutlich stärker an. Ist das auf. Ich? Ja, oh, krass. Auf. Boah, ich weiß nicht, was das jetzt sind. Wie viel brauchst du? 350, glaube ich. Ja, und wie soll ich die 350 hinkriegen, wenn du das sogar drauf hast?
Wie hast du denn 300? Ich hatte einen Network Special Boost noch. Ey, warum machst du denn dann so einen Hack mehr? Du weißt ja, weil du aber deine Karte so krass aussahst mit den Special Matches und meine Matches waren nicht so gut. Also 70. Aber Network Special ist halt nicht so krass. Guck, das ist nicht viel. 100k ist halt ein PLE. Ein gutes PLE. Ja. Stark! Ich hab richtig Puls. Ich stehe einfach alleine da unten. Auch ohne Champions. Ja. Hab mich alle verlassen. Teddy allein. Teddy allein zu Hause. Boah, ich hab richtig Puls, ne? Ich bin richtig. Krass. Krass. Slammy Awards. Ach, die kann auch noch gucken, ja. Höchste Durchschnittsgröße des Kaders. Steel Cage. Meistens Steel Cage, ich hab glaube ich eins. Riesen-Superstars im Roster. Ich bin nirgendwo. Höchste Gesamtgewinne. Meiste Fans. Höchste durchschnittliche Kartenquali. Beste Durchschnittskartenquali. Beste Matchqualität. Enthaltene Punkte. Meist gebuchte Matches. Meiste Wochen verletzt. Höchste Durchschnittliche. Meiste Matches. Die Creed-Brüder, ey. Jetzt habe ich bei euch nicht geguckt, ne? Mm-mm. Ich dachte, das kommt noch der Reihe. Der bleibt echt Champion. Und das sah echt nicht danach aus. Nee, das sah überhaupt nicht danach aus. Gar nicht. Bei mir muss ich mir eingestehen, ich habe den Start einfach verkackt. Komplett den Start verkackt. Oh, das wären unangenehme Monate. Ei. Ja, ey, also ich weiß nicht, ob wir noch einen zweiten Run machen. Weil jetzt kommt natürlich erstmal Mania. Ihr könnt mal sehr, sehr gerne aber Feedback da lassen. So, jetzt seid ihr mal in der Position der Live-Reaction. So, ihr habt jetzt eure persönliche Live-Reaction auf uns hier. Gerne mal Feedback da lassen. Was fandet ihr cool? Was fandet ihr eher semi? Dann können wir nochmal unseren Senf dazugeben und alles geil, cool. Gerne noch eine Saison, noch eine. Ja, komm, dann machen wir alle eine Live-Reaction. Wie fühlst du dich? Verraten. Also, alles, was ich jetzt sage, wird mir eh gegen mich ausgelegt. Gehört doch dazu, Mann. Mach mal eine Promo jetzt. Nein, ich sag einfach. Mach mal eine Promo hier rein. Was ist denn los? GG an Sleevo auf jeden Fall. Good luck, Bro. Ich hätte es tatsächlich nicht mehr gedacht, aber. Ich auch nicht. Wollen wir nicht erst mit dem zwei. Also, wir können natürlich als Champion gerne als letztes reden. Ich bin da hier der Host quasi. Achso, ja, das ist okay. Ne, ich habe auch nicht damit gerechnet. Also nach den ersten PLE war ich wirklich am Boden. Also als ich da so vorne saß und so war, wie ich war, dann hat das auch seine Gründe gehabt. Also bei mir sah es gar nicht gut aus mit den Verletzungen und allem. Ich hatte da noch ein, zwei Ideen und also das Geld hat mich nachher gerettet, dass ich nochmal ein bisschen Geld farmen konnte. Das war im Endeffekt Geld und eine Runde Machtkarten hat mich gerettet. Ja. Sonst wäre Game Over gewesen. Ich hatte einmal Glück mit Machtkarten. Aber hey. Ist doch auch schön. Bleibt er hier, während die beiden Jungs sich da in Amerika schöne Sunside-Tour in Philadelphia machen, kann er hier monatelang erstmal präsentiert werden. Ladies, was soll ich euch sagen? Ich habe mich am Anfang ein bisschen verbuckt. Ein bisschen. Ihr habt das gesehen, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke aber auch Sleevo wird sich am Ende, ja, wird sich darüber freuen, dass du das Ding hier gewuppt gekriegt hast. Aber ich glaube, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du selber, dass ich mir hier mehr Mühe gegeben habe, hier beim ganzen Booken, ich mir mehr Gedanken gemacht habe in dem ganzen Booken. Und da du das genauso siehst, kriege ich den Titel jetzt von dir als Entschuldigung. Good luck, Bro. Ich mache ein Cash-In. Ich möchte sofort ein Match. Kennt ihr den nicht? Den habt ihr mir selber gegeben. Ach so, die Ereigniskarte ist für eine Live-Reaction, ne? Denk mal. Ja, komm, dann machen wir alle eine Live-Reaction. Wie fühlst du dich? Du gewinnst bedingungslos die Diskussion. Spiele diese Karte aus, wenn du in einer Live-Reaction. Was haben wir hier gerade gemacht, Chat? Das ist doch keine Live-Reaction. Ja, komm, dann machen wir alle eine Live-Reaction. Wie fühlst du dich? Hat keiner von euch dementiert? Das zählt leider nicht. Sofort eine Diskussion mit Sleevo und Rolex René gewinnen möchtest. Nach dem Einsatz dieser Karte müssen beide bedingungslos zustimmen. Nur einmal verwendbar. Also, sorry, Bro. Also, nee. Nice try, aber nee. Das wer ist dann unter euch? Ich bin eh das ist keine Live-Reaction, Bro. Das ist keine Live-Reaction. Ja, komm, dann machen wir alle eine Live-Reaction. Für mich wäre das Storytelling gewesen. Also, für mich wäre das ein Cash-In gewesen, den die mir selber geschenkt haben zum Start. Ey, Ladies, Dankeschön für die beiden Streaming-Wochenenden. Beziehungsweise Samstage. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß hier in der Runde. Wisst ihr übrigens, wie sicher ich mir der Sache war mit dem Ganzen? Womit denn? Dass mir keiner kommt mit. Das ist aber keine Live-Reaction. So sicher war ich mir.
So sicher war ich mir, Chat. Dass neben mir jemand sitzt, sich freut und ich sage, Moment mal, ihr habt mir doch eine Karte geschenkt. Chat, wenn der Stream endet, dann habt ihr das die Diskussion nicht mehr. Aber ich sitze hier noch. René fährt jetzt zu Hause. Viel Spaß mit den täglichen Instagram-Posts von Stevo mit seinem Titel. Aus der Dusche. Bin gespannt, wie lange er durchhält. Nicht lang. Und wir sehen uns morgen und den nächsten Tagen. Macht es gut und bleibt ihr suchen. Tschüss.